Ja, eins der vermeintlich größten Probleme, das hat sich direkt nach dem Beginn der Fahrt eigentlich rausgestellt. Das ist nämlich eine Warnlampe, die vorne im Cockpit beim Starten des Motors auftaucht. Da kommt die unschöne Meldung, bitte die Vorglühkerzen kontrollieren lassen. Das zieht sich jetzt auch schon die ganze Fahrt durch, mal mehr, mal weniger. Irgendwann kurz nach dem Start geht das dann aus. Und ich habe da mal ein bisschen gegoogelt und habe herausgefunden, dass diese Vorglühkerzen halt, naja, klar zum Starten gebraucht werden. Da wird innerhalb kürzester Zeit halt eine hohe Temperatur im Motor erzeugt zum Starten, so oder so ähnlich. Und die Ursache dafür kann vielfältig sein. Und die Behebung kann ziemlich aufwendig und teuer werden. Wir sitzen das jetzt hier im Moment erstmal aus. Bis jetzt hat es auch noch kein wirkliches Problem gegeben. Der Motor startet ohne jegliche Probleme. Und mal gucken, wie sich das entwickelt, wenn die Temperaturen mal irgendwann kälter werden. Tatsächlich ist das jetzt erstmal absehbar nicht der Fall, sodass ich mir nicht allzu große Sorgen mache. Wenn wir die Reise beendet haben, dann muss er aber sowieso irgendwann mal in die Werkstatt, auch zur Inspektion. Und ich hoffe, dass das bis dahin dann durchhält. Ich fürchte allerdings, das wird eine ziemlich teure Angelegenheit werden. Schauen wir mal, was draus wird und hoffen wir mal, dass das bis zum Ende der Reise alles gut hält. Das nächste Problem ist unser Ladebooster. Der funktioniert zwar, also wenn der Motor an ist, im Moment ist er aus, leuchten auch alle Lampen, so wie sie leuchten sollen. Aber die Ladeleistung während der Fahrt ist eigentlich kaum erkennbar. Und wir haben im Moment leider gar keine Idee, woran das liegt. Ne? Also der Booster scheint irgendwie zu arbeiten, aber ich weiß nicht, ob wir mittlerweile zu viel Verbraucher vorne im Führerhaus, Stromverbraucher dran haben, dass der nicht mehr dazu kommt, von der Lichtmaschine genug hier rüber zu transportieren. Der Solarregler arbeitet, über die Solaranlage wird ordentlich aufgeladen, aber hier über den Ladebooster leider nicht. Und das schränkt unsere Autarkie leider ein klein bisschen ein. Ne? Das ist ein bisschen unschön. Eine Idee, wie wir das lösen, habe ich leider noch nicht. So, das nächste technische Problem, ne, das ist ja klar, das kann ja gar nicht anders sein, dass hier an dem Wohnmobil immer mehr kaputt geht. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich von eurem eigenen auch. Also irgendwie ist alle Nase lang irgendwas. Und dass das jetzt noch dazu gekommen ist, ist hier der Kühlschrank. Hier ist nämlich das Gefrierfach. Und das ging einfach nicht mehr auf. Hier unten sind diese zwei Knöpfe und damit kann man die Tür öffnen. Ihr seht das jetzt schon, wenn ich das so normal mache, geht gar nicht mehr. Das ist natürlich dämlich. Ne? Da sind haufenweise Sachen drin. Naja, haufenweise, so groß ist es auch nicht. Aber tatsächlich ist das natürlich ärgerlich, wenn das Kühlfach nicht mehr aufgeht und das muss man natürlich aufkriegen. Ich habe wirklich alles Mögliche probiert. Hier diese Verschalung habe ich abgemacht, um zu gucken, ob man da irgendwie drankommt an irgendwelche Schrauben oder so. Geht aber alles nicht. Und irgendwie habe ich es dann doch irgendwie ausgehebelt. Ne? Im Moment ist es so, dass ich es hochheben muss. Dann kommt er aus der Verankerung raus. Die Ursache ist offensichtlich hier dieser Mechanismus, ne, der scheint nicht mehr so gut zu funktionieren. Das Scharnier, also auch das muss irgendwann mal nach dem Urlaub dann mal ausgetauscht werden. Wie das geht, weiß ich noch gar nicht. Weil ich sehe hier gar keine Schrauben. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Wie geht das? Wenn ihr es wisst, schreibt mir gerne einen Kommentar unten drunter. Jetzt muss ich mir so behelfen. Im Moment geht das mit ein bisschen Kraftaufwand. Na, Hauptsache er geht zu, hält auch und auch wieder auf. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem ärgerlich. So, das nächste Problem, was entstanden ist, Fernseher ist kaputt gegangen. Und warum ist er kaputt gegangen? Weil hier an dem Anschluss, wo der Strom eigentlich angeschlossen wird, hier die Halterung abgebrochen ist und sich dann der Stromanschluss hier ins Innere verabschiedet hat. Kein Strom, kein Fernseher. Und jetzt baue ich den mal ab und mal gucken, ob ich das irgendwie gelöst kriege. Aber es geht halt an diesem Wohnmobil. Naja, bei euch wird das nicht viel anders sein. Ständig was kaputt, ne?
Tatsächlich waren wir uns bis zu Beginn der Reise gar nicht sicher, wie das dann mit dem Befüllen unseres Gastankes in Portugal funktionieren kann. Aber es hat sich herausgestellt, dass wir mit dem Euro-Adapter, den wir auch dann dabei hatten, das gar kein Problem ist. Trotzdem erstmal eine kleine Herausforderung. So, heute ist so ein richtiger Uselregentag und ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ne? Weil wir mittlerweile so viel Aufnahmen und dann kann ich das mal ein bisschen sortieren und ab und zu muss man ja mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und heute passiert definitiv gar nichts. Es regnet den ganzen Tag und wir sind auf dem Campingplatz, wir haben Strom, also wir haben ein bisschen Zeit, Wäsche zu waschen und euch auch noch was zu technischen Herausforderungen weiter zu erzählen. Ja, Technik ist es eigentlich nicht wirklich, aber trotzdem eine Herausforderung gewesen. Wir sind ja über die französischen Autobahnen hier hingefahren, ne? Und wenn wir dann Maut bezahlt haben, dann ist das in aller Regel so, dass ich das hier mit der Kreditkarte erledigt habe, ne? Allerdings stand man dann irgendwann in Frankreich vor der Mautschranke und die ging nicht mehr auf. Was war das? Das war schon ein bisschen komisch, ne? Haben sie mehrmals durchgezogen und es hat einfach nichts funktioniert. Genau. Ich meine, wir haben dann irgendwie, was kann ich wirklich Französisch, ne? Da gibt es ja den Rufknopf, ne? Und dann haben wir da uns mit der Servicekraft unterhalten. Und die ist dann zum Glück irgendwann gekommen, ne? Weil diese Häuschen sind ja alle nicht mehr besetzt. Und die sagte dann, es liegt an unserer Karte, die Bank würde die ablehnen. Genau. Also soweit hatten wir uns verständigen können. Zum Glück konnten wir dann mit Bargeld dann unsere Schulden begleichen und dann ging die Schranke auch wieder auf, ne? Das hat uns natürlich erstmal ein bisschen beunruhigt, ne? Weil wir haben schon gedacht, dass vielleicht unsere Karte gehackt worden ist oder so. Ne? Dann habe ich erstmal dann bei der nächsten Gelegenheit über eine Online-Verbindung dann eben geguckt, wie sieht es auf dem Konto aus und habe tatsächlich auch am nächsten Tag mal bei meiner Bank angerufen, um mal zu gucken, ob da irgendwas falsch gelaufen ist. Ist tatsächlich zum Glück nichts falsch gelaufen. Was ist die Ursache gewesen? Weißt du es noch? Ja, man kann nur eine bestimmte Anzahl von Transaktionen mit einer Karte an einem Tag durchführen und die war überschritten. Genau, also tatsächlich kann man das ja konfigurieren und ich habe das irgendwann mal, also ich glaube, auf 3 Transaktionen pro Tag beschränkt, ne? Und wenn ihr über die Mautstellen fahrt in Frankreich oder so, da kommt ihr, wenn ihr an einem Tag komplett durchfahrt, locker auf viel mehr. Also mehr als 3 auf jeden Fall. Das heißt tatsächlich, nach der dritten Mautstelle war Feierabend hier mit der Kreditkarte. Ne? Mhm. Ja. Gut, jetzt wissen wir es Bescheid. Ich habe es dann online angepasst, habe jetzt erstmal genug Möglichkeiten, was natürlich auch wieder ein Unsicherheitsfaktor ist, ne? Weil wenn die geklaut oder gehackt wird und da sind jetzt doch eine ganze Reihe von Online-Transaktionen möglich, dann ist das erstmal unschön. Ne? Aber was hilft's? Zumindest für die Mautstellen in Frankreich war das für uns eine Lehre. Ne? Wir wissen Bescheid jetzt, woran es liegt, wenn man vor der geschlossenen Schranke steht. Vielleicht für euch ein kleiner Hinweis. Ne? So, auch keine echte technische Herausforderung, aber schon eine Frage, die wir uns vor der Reise gestellt haben, ist, wenn man länger unterwegs ist, ist das ja mal ganz schick, wenn man Klamotten waschen kann. Und zumindest hier auf den Orbitur-Campingplätzen, zumindest hier auf dem wir jetzt gerade sind, hier in Caminha, gibt es Waschmaschinen und auch einen Trockner. Das ist doch ganz cool. Das ist wirklich ganz billig. Ne? 6 € kostet die Füllung. Das Schöne daran ist, man braucht kein Waschpulver einfüllen oder so, sondern man macht die Wäsche rein, steckt die 6 € in die Maschine und wählt ein Programm, was man haben möchte und los geht's. Dasselbe gilt jetzt hier für den Trockner genauso und so kann man dann zwischendurch mal ganz gut die Klamotten waschen, wenn man unterwegs ist. Ne? Ja, eine der Dinge, die zähle ich jetzt mal mit zu den technischen Herausforderungen, die wir vor dem Beginn des Urlaubs noch vorbereitet haben, ist tatsächlich, das kann ich euch hier gerade beim Frühstück erzählen, das ist der Austausch der Vorderradreifen. Die haben wir nämlich neu draufziehen lassen, einfach damit ordentlich viel Profil drauf ist, was sich in den Bergen jetzt hier auch schon gut bewährt hat. Das ist sicherlich nicht verkehrt gewesen, hier mit neuem Profil auf den Vorderreifen auch loszufahren. Gucken wir uns das gerade mal an. Ja, da sind die Vorderreifen. Gehen wir hier aus dem Schatten. Ordentlich viel Profil. Das sind Ganzjahresreifen. Ne?
Und das zweite, was wir vorbereitet haben noch, bevor wir losgefahren sind, ist, dass ich einen kleinen Steinschlag in der Frontscheibe noch festgestellt habe. Nämlich hier oben. Ja, da war der ungefähr. Und der war allerdings nicht so arg. Den haben wir mit den üblichen Reparaturmechanismen beseitigen lassen. Aber zumindest rechtzeitig vor der Fahrt, dass das nicht noch größer wird oder noch zu einem Problem wird. Ne? Sodass wir beruhigt, zumindest was das angeht, losfahren konnten.